Es geht um das Thema Cybermobbing. Und ja, ich glaube, in Deutschland sind es so rund 2 Millionen Kinder und Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler, die schon mal mit Cybermobbing in Berührung gekommen sind und die halt Erfahrungen gemacht haben, wie es ist, im Netz halt beleidigt, beschimpft, sogar bedroht zu werden. Und Melina arbeitet bei einer Beratungsplattform namens YouPort, über die sie uns jetzt berichten wird. Und hier kümmern sich halt gerade auch junge Menschen, Jugendliche um Cybermobbing-Opfer. Und ja, Melina, die Bühne gehört dir. Herzlich willkommen. Ich glaube, ich stelle YouPort erstmal ein bisschen vor. Genau, wir sind ja eine Beratungsplattform von Jugendlichen für Jugendliche. Und das ist anders als bei anderen Beratungsplattformen, dass es eben bei uns so ein bisschen auf Augenhöhe gestaltet ist, dass quasi die Beratung von Jugendlichen für Jugendliche gemacht wird. Das heißt, dass man so ein bisschen in einer Altersgruppe ist und dass man so ein bisschen mehr Ahnung hat, was eigentlich gerade so los ist und was für Themen auch die Jugendlichen sozusagen beschäftigen. Und genau, das läuft bei uns ja alles online und komplett anonym und kostenlos. Das heißt, jeder kann sich da einfach melden mit seiner Frage und bekommt halt eben Tipps und Hilfe. Und schwerpunktmäßig beraten wir eben einfach zu Cybermobbing, weil das einfach das Thema ist, was uns am häufigsten erreicht. Also nicht nur Cybermobbing, sondern auch Mobbing an sich. Also das verschwimmt ja leider sehr oft immer ein bisschen. Genau, und vielleicht noch mal so ein, zwei Fakten auch dazu. Also ganz oft ist es so, dass TäterInnen, die im echten Leben sozusagen andere mobben, auch online andere mobben und andersrum genauso, dass Leute, die davon betroffen sind, im echten Leben auch online gemobbt werden. Also die Grenzen sind da nicht so sehr klar gesetzt, sondern das überschneidet sich sehr viel. Und genau deswegen ist vielleicht auch nochmal wichtig, also finde ich persönlich immer, zu unterscheiden oder wirklich klar zu sagen, was ist denn Mobbing überhaupt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, auch bei gewissen Verhaltensweisen, dass den Leuten das gar nicht so bewusst ist. Es gibt nämlich einmal so dieses direkte Mobbing, also gerade auch im echten Leben, dass man da so psychische und physische Gewalt hat. Und dieses indirekte Mobbing ist dann zum Beispiel, wenn man Leute auch ausgrenzt, wenn man Leuten Informationen verschweigt und sowas. Und da hat man ja vielleicht im ersten Moment eher so das Gefühl, ja, okay, die Person fällt sich gerade nicht fair oder das ist einfach total fies, aber man würde nicht direkt denken, dass es Mobbing ist, fällt aber tatsächlich darunter. Und das Besondere bei Mobbing ist halt einfach, dass das über einen längeren Zeitraum geschieht. Also die Person wird irgendwie beleidigt, wird bedroht, wird erniedrigt, bekommt fiese Kommentare und das eben über jegliche Plattformen sozusagen, wie man irgendwie Kontakt aufbauen kann. Also Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ist da auch mit weit vorne. Also alles, wo man sich irgendwie miteinander austauschen kann. Genau, das ist da sozusagen die Nummer eins. Und auch bei uns in der Beratung sind 60-70% der Anfragen hauptsächlich zu dem Thema, also zu Mobbing und zu Cybermobbing. Wobei wir dann auch gesagt haben, dadurch, dass die Grenzen da so ein bisschen verfließen und man da jetzt nicht sagen kann, okay, das hört sozusagen auf, wenn die SchülerInnen aus der Schule kommen, dass wir da eben auch beraten. Genau, und das vielleicht erstmal so als kleiner Einstieg und so Abgrenzung zum Thema. Und da ist natürlich auch die Frage, was man jetzt so dagegen machen kann, gerade auch vielleicht als Außenstehender, wenn man das bei anderen mitbekommt, weil das auch oft sehr, also dass der Fall ist, dass man mitbekommt, dass das anderen passiert und man sich so denkt, was genau soll ich denn jetzt ausrichten? Also was soll ich denn machen? Und es gibt sowas, das heißt Bystander-Effekt. Das kennt man vielleicht auch, wenn man mal im öffentlichen Personennahverkehr irgendwie Bahn fährt und irgendein Unfall passiert. Und dann ist man total perplex und denkt so, huch, ich kann gar nicht helfen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht, weil ich mich nicht in der Lage dazu fühle oder weil ich auch Angst habe, dass mich andere Leute dann verurteilen. Und genau das ist beim Cybermobbing oder beim Mobbing auch der Fall, dass man denkt, wenn ich helfe, vielleicht wird es schlimmer oder ich habe gar nicht so die Kompetenz, der Person gerade zu helfen oder nicht. Und alleine zu wissen, dass dieser Effekt zum Beispiel existiert, hilft schon sehr viel, dass man dem sozusagen entgegenwirkt. Und meistens ist es ja so, wenn einer hilft, bringt man so ein bisschen den Stein ins Rollen und dann helfen auch andere.
Genau, das heißt, wenn man das irgendwie mitbekommt, dass das jemandem passiert, hilft es immer, ein offenes Ohr zu haben und der Person auch ein Gespräch anzubieten, vielleicht auch mal eine liebe Nachricht zu schreiben. Und wenn man sieht, da unter Instagram gibt es einen Hasskommentar, dass man schreibt, hey, ich habe gesehen, du hast die und die Nachricht bekommen, ich wollte dir nur sagen, nimm dir das nicht so zu Herzen. Das hilft den Betroffenen schon sehr viel weiter. Und vor allem auch vielleicht, wenn es eine Freundin oder ein Freund ist, dass man irgendwie überlegt, wie man das auch vielleicht mal mit einer Lehrkraft bespricht oder mit einer erwachsenen Person, weil das leider oft mit einer der einzigen Möglichkeiten ist, das richtig zu unterbrechen. Genau, und dann ist auch noch wichtig, wenn man selbst davon betroffen ist, was vielleicht auch oder was leider zu vielen Leuten, sage ich mal, passiert, sich davon erstmal so ein bisschen zu distanzieren und sich klarzumachen, das, was da geschrieben wird über mich, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin so gut, wie ich bin. Und das ist im ersten Moment total schwer, aber man muss sich da mal wieder ein bisschen dran erinnern, dass das, was einem da gesagt und geschrieben wird, nicht wirklich stimmt. Da hilft es auch oft, sich jemandem anzuvertrauen. Und das Fiese an dieser Dynamik beim Mobbing oder auch Cybermobbing ist halt, dass die TäterInnen sich oft Leute raussuchen, die selber total vielleicht schon so verunsichert sind und eher sozusagen leichte Opfer sind. Und dann entwickelt sich auch so eine Dynamik, dass das Machtverhältnis nicht mehr so ganz ausgeglichen ist. Und man hat auch selber als Betroffener oder Betroffene vielleicht das Gefühl, man kann gar nichts mehr machen. Und wenn ich jetzt was sage, wird es viel, viel schlimmer. Was aber hier auf gar keinen Fall die Wahrnehmung sein sollte. Und da ermutigen wir auch immer dazu, sich wirklich jemandem anzuvertrauen. Also ob es eine Freundin ist, ein Freund, ein Lehrer, jemand aus der Familie, man muss mit jemandem drüber reden, auch wenn man denkt, ich mache es nur schlimmer oder es bringt überhaupt nichts, wenn ich es anspreche. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also wichtig ist, sich jemandem anzuvertrauen und vielleicht dann auch der nächste Schritt, sozusagen erstmal, wenn man sich davon distanziert hat, die Person oder die Nachricht zu blockieren und auch zu melden. Es gibt ja auf jedem sozialen Netzwerk irgendwie eine andere Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Also, dass man jemanden irgendwie blockiert oder das Profil meldet. Man kann sogar den SeitenbetreiberInnen schreiben, wenn das nicht ausreicht. Und man kann die Person auch bitten, aufhören damit, also dass die Person aufhören, dass sie einem solche Nachrichten schreiben oder Kommentare oder was auch immer. Und also wenn das nicht mehr hilft, irgendwann besteht immer noch die Möglichkeit, dass man Anzeige erstattet. Und da ist auch, glaube ich, hilfreich zu wissen, dass Cybermobbing an sich kein Strafbestand ist, aber dass also die Taten, die damit einhergehen, also Verleumdung, Beleidigung, Recht am eigenen Bild, das Recht am eigenen Bild wird eben verletzt und das andere sind eben wirklich Strafbestände, die auch strafrechtlich verfolgbar sind. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, am Ende doch noch die Polizei da einzuschalten und braucht aber eben dafür Screenshots. Also wenn man irgendwie Nachrichten bekommt oder sieht, dass jemand anderem was geschrieben wird, muss man Screenshots machen, auf denen man wirklich sieht, was wurde geschrieben, wer hat das geschrieben, wann wurde das geschrieben, damit man eben diese Beweise hat und die legt man am besten an irgendeinem Ort ab, wo man sie jetzt nicht regelmäßig sieht. Genau, das sind so, glaube ich, die wichtigsten und relevantesten Tipps, die man mitnehmen sollte, wenn man mitbekommt, dass jemand irgendwie fiese Nachrichten bekommt oder einem jemand das erzählt oder wenn man vielleicht auch selber davon betroffen ist. Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, uns, also einer Beratungsplattform zu schreiben, zum Beispiel Youport, aber da gibt es natürlich auch andere Anlaufstellen, aber da ist vielleicht auch die Hemmschwelle einfach, weil es anonym ist und eine Sache mal aufzuschreiben, fällt vielleicht ein bisschen leichter als jemanden, das wirklich face to face sozusagen einmal zu berichten, ist ein bisschen leichter. Genau, also sich an Beratungsstellen zu wenden, ist da auch immer noch eine Möglichkeit. Genau. Das wären so die Strategien und Tipps gegen Cybermobbing. Wie funktioniert eigentlich Uport? Also wer sitzt da, wenn ich da schreibe? Was passiert dann? Die Beratung läuft ja bei uns, also es ist ja dieses Peer-to-Peer-Konzept, das heißt, Jugendliche beraten andere Jugendliche und das sind dann unsere Scouts und das läuft alles ehrenamtlich, das heißt, sie durchlaufen einmal so eine Ausbildung,
wo die dann eben in Themen, also die unsere Beratung sozusagen oder mit denen wir tagtäglich beschäftigt sind, in denen die dann geschult werden, damit die einfach ein bisschen mehr psychologischen Background haben, ein bisschen mehr rechtlichen Background und wie funktioniert eigentlich Online-Beratung. Das heißt, die haben so ein bisschen Wissensvorsprung gegenüber anderen Jugendlichen, aber sind trotzdem sozusagen in einer Bubble, die Peers sozusagen. Ja. Also ich schreibe die dann an und kriege dann wie schnell eine Antwort? Also wir sagen, wir haben so eine 48-Stunden-Regelung, dadurch, dass es bei uns halt ehrenamtlich läuft, ist es nicht so, dass wir 24/7 erreichbar sind, aber wir haben halt das Ziel, innerhalb von 48 Stunden eine Antwort zu geben und das halten wir, denke ich, ganz gut ein und man hat eben dieses Kontaktformular, wenn man auf unserer Internetseite ist und da schreibt man einfach seine Frage rein und dann sehen unsere Scouts quasi die Nachricht. Und wie viele melden sich denn bei euch? Gibt es viel zu tun oder? Ja, also es ist immer so ein bisschen, gerade während der Schulzeit bekommen wir mehr Anfragen als in den Sommerferien zum Beispiel. Aber so im Schnitt kriegen wir so 6 bis 8 Anfragen pro Tag, würde ich sagen. Also wir haben eigentlich immer gut was zu tun. Wie geht es dann weiter? Also ich habe ein Problem, ich melde mich da. Also werden eure Scouts dann aktiv oder beraten Sie nur, was das jeweilige Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche dann als nächstes am besten tun kann? Ja, also die Idee ist erstmal, dass wir erstmal anerkennen, dass sich jemand uns anvertraut hat, weil das, also selbst wenn es online ist und anonym, ist ja trotzdem ein großer Schritt, dass man da erstmal ein bisschen Empathie entgegenbringt. Und der größte Bestandteil der Arbeit ist eben, dass man wirklich eine Handlungsanweisung gibt oder so richtig Tipps, was kannst du jetzt in der Situation machen. Genau das, was ich eben aufgezählt habe, zum Beispiel bei Cybermobbing, wird dann nochmal schön aufgegliedert. Hey, das ist deine Situation, ich habe das so und so verstanden und das kannst du jetzt machen. Also man bekommt richtig Tipps an die Hand, was man in der jeweiligen Situation machen kann. Und das ist auch für jede Nachricht oder für jede Anfrage spezifisch. Also wir gehen da wirklich auf jedes Problem individuell ein. Wenn du mehr über einen sicheren Umgang im Netz für dich und deine Familie lernen möchtest, schaue auf Tides YouTube-Kanal vorbei oder unter www.digitale-vorbilder.eu. Das Projekt Digitale Vorbilder ist ein Gemeinschaftsprojekt der Datenschutzaufsichtsbehörden aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Kooperation mit dem Medienpartner Tide und gefördert von der Europäischen Union.